damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Tisch. Mit Tisch. Heute mit zwei tollen Gästen. Zu meiner Linken ist Survival Martin. Ja. Zu meiner Rechten Wildcatter Merz. Jo. Auch wieder mit dabei, Dennis. Hey, super. Ja, ich muss es sagen. Rekordgewinner, Mr. Grips. Mr. Grips, Mr. Brain. Und ich bin heute auch wieder da und bin natürlich wieder höchst verzückt und sehr ehrgeizig. Heute geht es auch wieder um die Goldene Platte. Wollt ihr auch mal sitzen wie der Merz? Dann bewerbt euch doch mal im Chat oder in den Kommentaren. Gebt einen Daumen nach oben und abonniert. Nur so könnt ihr natürlich Teil werden von dieser tollen Show. Und ein Fact würde ich ganz gerne wissen. Welche Lebensmittel kann man besonders gut salzen? Schreibt's mal rein. Ich salze gerne, und das ist Real Talk, meine Ananas, weil dann schmeckt die noch kräftiger. Ah. Ist wirklich so. Musst du ja mal machen. Schön die Ananas salzen. Super, ich hasse Salz. Schmeckt sie. Du, machst du nicht? Ich salze gar nicht, null. Karl Lauterbach auch nicht. Was heißt Hund auf Englisch? Dog. Was heißt Katze auf Englisch? Cat. Was heißt Vogel auf Englisch? Bird. Was heißt Kuh auf Englisch? Oh mein Gott. Oh, Cow. Ich habe 1,6er Schnitt und meine einzige 3 waren Englisch sozusagen. Ich war schnell. Und ich dachte, ich habe angefangen, bitte hör auf, in Englisch. Guten Appetit. Oh, ja. Ich kann nur sagen, wenn Benny den ersten verkackt, sehr gesalzen, pass auf. Ja? Das ist ja genau das. Aber du hast keine Salzunverträglichkeit, oder? Du hast. Naja, einen flotten Otto kriege ich, aber gut. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Alles klar, ist ja okay. Toilette mache ich ja nicht. Heißt sauber. Das Kau oder so? Kuh? Kau. C-O-W, nicht C-O-D, wie ihr ganzen Gamer da draußen wahrscheinlich jetzt gerade denkt. Ganz kurz mehr. Du kommst aus Düsseldorf, dafür geht's für mich erstmal einen kleinen Klopfer. Düsseldorf wird represented natürlich in dieser Sendung. Was machst du beruflich? Ich bin Student, studiere soziale Arbeit momentan. Mhm. Genau, mein Wunsch ist aber trotzdem Lehrer zu werden irgendwo. Ja. Eigentlich wollte ich auch direkt Lehramt studieren. Ja. Mathe und Sport ist so mein Ding. Ja. Und? Ja. Das heißt, während der Liegestütze ein bisschen rechnen noch. Genau, okay. Perfekt. Okay. Ja. Genau, und dann aber habe ich mich für soziale Arbeit entschieden. Ja. Weil ich halt ein offener Mensch bin, ja, und jedem helfen will. Ja. Welche Boys tragen Kau in ihrem Namen? Cowboys. Was tragen Cowboys typischerweise auf dem Kopf? Ein Cowboyhut. Womit fangen Cowboys Kühe ein? Mit dem Lasso. Aus welchem Teil der Kuh wird Leder gemacht? Aus der Haut. Welche Mannschaft neben Japan und Costa Rica war bei der WM 2022 noch mit Deutschland in einer Gruppe? Spanien. Beim Verzicht auf was treten bei Menschen bereits nach 24 Stunden die ersten Folgen einer Dehydrierung auf? Na, wenn sie nicht trinken, kein Wasser. Ich dachte, das kommt eine Fußballfrage. Warum verdurstet man eher, als man verhungert? Weil der Körper die Energie der Nahrung speichern kann oder weil es nachts kälter ist als draußen? Das Erste. In welcher TV-Serie gingen die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully den sogenannten X-Akten auf den Grund? X-Faktor. Akte X! Ah, Provatos! Das ist X-Faktor. Auf Streife. Das kann nicht wahr sein, dieses Herz geht gerade weg, ne? Ja. Boah, ich hab nur gerade dran gerochen, ey. Ich hab absolutes Mitleid, ey. Ja, ja. Auf Akte dich. X wär's gewesen, natürlich. Ja. Komm, Herr, haust dir hinter die Binde, ey. Jo! Später. Gesalzen alle zweite. Oh. Merz, ich habe ein paar Fakten über dich, die kommen auch später zum Einsatz. Martin, du bist natürlich deswegen auch Survival-Martin. Du bist ein Survival-König. Du bist wirklich jemand, der auch, ich sag mal so, in der Blechbüchse überleben kann, über mehrere Tage. Ja, es ist du halt... Du lässt dich in den Brunnen runter und du überlebst. Ja, ganz so drastisch ist es nicht. Also ich möchte mich nicht als König bezeichnen, aber tatsächlich schon jemand, der eine gute Expertise hat. Ein tatsächlich. Kaiser. Ein Survival-Kaiser. Quatsch, doch keine Opern. Dennis, zu dir habe ich auch ein paar Fakten. Ja, ich bitte drum, du interviewst mich nie in deinen hier, Arien. Diesen Fakt habe ich über dich. Oh. Weiter geht's. Ne? Weiter geht's. In welcher Zeichentrickserie aus den USA hatten Mulder und Scully einen Gastauftritt? Die Simpsons. Keine Fußballfrage. Wie heißt die jüngste Tochter der Simpsons? Maggie. Oi, sauber.
Mit welcher Stadt verbindet man Namen wie Mirage, Bellagio und Venetian? Las Vegas. Welcher King of Rock'n'Roll sang Viva Las Vegas? Nein! Hast du Elvis! Elvis! Das kann nicht wahr sein! Junge, Junge, Junge! Willst du den trinken für mich? Nein, ich glaube nicht! Unsere Lehrerzukunft! Super, genau! Er zieht unsere Kinder! Ich habe auch das Gefühl, ihr macht bei ihm mehr Salz rein. Auf jeden Fall. Erstmal Applaus mehr. Ja. Du hast früher mal eine Facebook-Page geleitet mit über 600.000 Followern. Was ist da passiert? Ja, wir waren einer der ersten in Deutschland, sozusagen. Ja. Damals, die Seite ist Minusmensch. Ja. Und du bist Minusmensch, CG? Einer von drei, wir waren zu dritt auf jeden Fall. Krass. Gibt's auf Instagram auch, oder? Mit den Slogan. Wir sind als Nachmacher sozusagen. Ach so, ihr wart das sogar. Original. Okay. Ich bin ein großer Facebook-Fan gewesen damals, Leute wissen es. Ja, OGs wissen das sozusagen. Ja, connect. Bevor ich abhaue hier. Du bleibst so gleich, da sitzt aber du abhaue mit sozusagen schwarz werde. Hab ich noch ein Geschenk? Hab ich noch ein Geschenk mitgebracht? Oh. Also euch. Eine Fortuna-Tasse, hey! Gebt bitte gerne. Hieraus kann ich dann meinen Cognac trinken und es fällt nicht auf. Ja. Hat mich sehr gefreut, auch wenn es sehr kurz war, aber ich mache Sandwiches mit Brot. Weiter geht's. Welche Flüssigkeit wird gerne mal homogenisiert verkauft? Milch. Welcher ehemalige Formel-1-Fahrer erlitt 2013 einen schweren Skiunfall in den französischen Alpen? Ach okay, Michael Schumacher. Boah. Schreibt man Schumacher in diesem Fall mit 2 oder mit 3 H? Mit 2 natürlich. Nein, 3! Oh, richtig. Falsch, falsch! Falsch! Oh ja! Mit einem H oder bei Macher. CH. Ja, aber bei SCH vorne ist da auch noch ein H. Hä? Schumacher? Wie? Seid ihr, hä? Das sind ja 2 H. Na klar sind das 2 H. SCH. Ja, was ist hier los? Sau die Scheiße! Ich sauf hier! Geil! Premiere! Schön! Das gab's noch nie. Ich habe nie aus Versehen was getrunken. Vollem Bewusstsein. Wie viele Ozeane gibt es auf der Welt? 2. Kölner. Wenn du, warte, wenn du alle schaffst aufzuzählen, dann trinke ich den für dich. Du hast dein Leben verloren, aber ich trinke ihn für dich, wenn du alle schaffst. Okay. Den Pazifischen Ozean? Den Sibirischen Ozean? Ah, komm, Alter, trinken. Ah, schön. Ah, hast du in Geometrie mal nicht aufgepasst? Den Golf von Mexiko? Nee, so ein anderes. Gibt's auch. Babado! Martin, zieh mal auf. Was sind denn die Ozeane? Kennst du die? Der Atlantische, der Pazifische, der Indische. Was haben wir noch? Den. Das. Kasachischen? Nee. Ich glaube, wir haben noch, warte mal, was, Atlantisch, Pazifisch, Indisch und, das waren 5, ne? Mhm. Wir werden es hier einblenden, um den Bild aufzuzeigen. Ja, also da fehlen noch 2, guckt mal bei Google. Ja, guck selber, was ist das denn hier? Wir geben euch nur so ein bisschen so ein paar Tipps, die 2 müsst ihr selber rausfinden. Cool. Welchen Farbstoff enthalten grüne Blätter? Chloroplasma oder Chlorophyll? Chlorophyll. Welches Gemüse kennt man auch unter dem Namen Erdapfel? Kartoffel. Was sind Fragen? Jetzt kommt wieder, jetzt. Ja, jetzt bist du zieh ich mein Monokel mal auf. Und was versteckt sich hinter dem französischen Pomme de terre? Auch eine Kartoffel. Das ist eine Zweckfrage. Wie viele Streifen hat die amerikanische Flagge? Ach, leck mich geschissen. Warte, warte, warte. 11. Ah, wer passt? So, Martin. Neue Sorte Wildfruit. Ich werde immer angespuckt. Jau, oh, ja, oh, hau, Hadouken! Gut. Äußer. Was ist das? Ist pur gesund und vegan. Viel Salz. Weiter geht's. Wie nennt man die Erkrankung, die in früheren Jahrhunderten im Deutschen auch Fallsucht genannt wurde? Malaria. Der wird immer gelacht, als ob die es von alleine gewusst hätten. Das war die Gefragt-Gejagd-Frage! Herr Bommel, ist deine Modkarte? Ich soll dann gestürzt werden, wenn die merken, dass ich hier zu leicht durchkomme. Ja. Ich trinke den zweiten, wo ich kämpfe weiter, Junge! Ich behalte auf dich sogar!
Okay. Vor welcher weltweiten Bedrohung warnen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence im Film Don't Look Up aus dem Jahr 2021? Klimakatastrophe. Nee. Meteoriteneinschlag. Ja, exakt. Ich hätte Asteroideneinschlag auch noch gelten lassen. Ja. Lecker. Das schmeckt mir. Süß. Ja. Ekelhaft. Ich habe nur noch ein Leben, dann bin ich raus. Aber ich werde mich natürlich im Spiel halten, außer ich werde gestürzt. Welche Süßspeise wurde nach dem Landschaftsarchitekten und Reiseschriftsteller Hermann von Pückler-Muskau benannt? Ah, fürs Pückler-Eis. Wie heißt eine dem Yoga nahe indische Lehre, bei der die Sinnlichkeit im Fokus steht? Tantra! Tantra, Junge! Tantra! Tantra! Ich hab dir doch mal so einen Jochen Schweizer Gutschein geschenkt. Hast du noch nicht eingelöst? Ich bin fast geschlafen. Tantra mit der Schwiegermutter. Lernt man sich super kennen. Fragen wieder. Naja, ich bin. Hast du schon mal gemacht, Tantra? Ja. Und? Wie super, ist das? Super. Mach mal das mit der Partnerin oder was? Nee, mit der Tante. Ich brauche jemanden, der mir die Wirbel rausknackt. Also, liebe Freunde, wenn einer von euch der Physio ist, ich brauche jemanden, der mich. Der wie die Wirbel rausknackt. Da komm in den Ring, Junge! Komm in den Ring! Ich zieh die Ringe ab! Komm her, Junge! Welchen Ring? Komm her, in den Boxring! Willst du boxen? Komm her, Junge! Komm rüber! Hier bin ich! Hallo! Windzug! Gegrüß dich! Komm her! Komm her! Du Glockenhaari, du! Komm her! Lass die Zähne tanzen! Komm! Ich hab dir eine Plattnase. Komm her, Junge! Wie wird in der Fiktion ein meist weiblicher Charakter genannt, der als idealisierte und vermeintlich perfekte Kunstfigur auftritt und Aufgaben erheblich leichter bewältigen kann als vergleichbare Figuren mit ähnlicher Ausbildung? Mary Shelley oder Mary Sue? Mary Sue. Okay, geil. War geraten. Welches beliebte Videospiel wurde vom Russen Alexei Leonidowitsch Paschitnow erfunden, das bis heute als Meilenstein der Gaming-Branche gilt? Tetris? Was? In welchem Jahr wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin? 2005. Ist das richtig? In welcher Stadt wurde John F. Kennedy ermordet? England, London. Wer ist John F. Kennedy? Und der, ein ehemaliger Präsident. Der wurde von einen Kopfschuss gekriegt. Von was? Von USA. Und warum in England? Weil er da auf Promotour war, oder was? Staatsempfang. Nein, das war in Amerika. Ja, wo denn? Welche Stadt? Washington. Dallas. England. An alle Beteiligten. Du bist Rausch. Rausch. Trink. Lecker! Hat schon mal jemand gekotzt? So, liebe Freunde, ich werde jetzt eurer Mutter den Darmbart kürzen. Wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Und damit stehen Martin und ich im großen Finale und wir spielen entweder oder! Dieser Berg gehört zu den 8000ern. Mount Everest. Korrekt. Kölnberg. Nicht korrekt. Nur wenn du siffst. K2. Nicht korrekt. Ja, verdammt! Etwas süß und salzig. Lecker. Lecker. Zum Glück ist die Kategorie vorbei. Das ist schon zum Weggucken. Nein! Dennis hat ein Trauma, seitdem er von einem Tamil angekotzt wurde. Derjenige, der jetzt falsch antwortet, krönt den anderen damit zum Sieger. Okay. Disney oder Warner Brothers Figur? Mickey Mouse. Disney. Minnie Mouse. Ja, Disney. Bugs Bunny. Warner. Ja! Daffy Duck. Warner. Donald Duck. Warner! Ja! Donald Duck! Donald Duck! Und damit geht Martin korrekt in der Weltkrise. Applaus!
Sehr schön. Ah, du musst nur trinken, oder? Oh. Bevor die Tischplatte übergeben wird, wird Dennis noch seinen Shot hineinschütten. Wie kann man denn so dämlich sein? Das war ja. Donald Duck? Der ist doch der Kumpel von Mickey Mouse. Nicht wirklich. Die spielen nicht in dem gleichen Universum. Das hab ich mich komplett vertan. Aber ist nicht schlimm. Okay. Ich hab dir geglaubt. Und damit gewinnt Matti korrekt oder weg. Riesenapplaus! Ja. Du gewinnst die goldene Tischplatte. Yeah. Super, prima. Ja, sauber. Geil. Bewerbt euch gerne in die Kommentare. Schreibt doch mal, was man alles lecker salzen kann. Vielleicht kann man sogar Salz salzen. Riesenapplaus für Merz, unser Wildcard heute. Wir kommen zur Endcard. Oben gibt's vom... hier ist die richtige. Opa hat sich vertan. Oben gibt's von Hype Culture. FIFA, Rapper und Trikots. Woher der Hype um Fußball? Von Hype Culture. Riesenapplaus dafür. Entschuldigung. Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Mit. Tschüss.